Moin moin meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Carbon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Folge gab es ein bisschen Cop-Action. Ich hatte irgendwie Bock drauf, mal ein bisschen mit den Cops zu spielen. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Die ersten drei Fahrungsstufen sind so ein bisschen mau, aber sobald es dann Richtung Fahrungsstufe 3, 4 geht, kommt ja dann auch Action auf. Und Nagelbänder, Straßensperren, Rhinos, das war schon lustig. Aber heute machen wir natürlich weiter. Wir haben ein ganz klares Ziel für heute, diese vier Rennen fahren, damit wir dann auch Wolfs Gebiet vollständig haben. Und dann wartet in der nächsten Folge auf uns mal wieder ein Boss-Duell. Und da freue ich mich sehr drauf, gegen Wolf. Also es geht wieder sehr schnell voran hier, wie wir sehen. Dann haben wir nämlich schon drei Gebiete vollständig. Wir fangen an mit einem Kontrollpunktrennen. So, Kontrollpunktrennen sind ja nur gegen die Zeit. Und Walle kriegt mal wieder den perfekten Start nicht hin. Ist ja nichts Neues, ne? Ich krieg die perfekten Starts einfach nie hin. Also irgendwas mache ich falsch. Also, ja, ich fand das ganz cool, mal ein bisschen mit Cops zu spielen. Ich meine, die Cops sind ja sehr ähnlich zu denen aus Most Wanted. Aber ich habe gesehen, also es gab keinen Heli und ich glaube, die Fahndungsstufe geht dann auch in Darius' Gebiet noch höher. Ich glaube, da geht es noch bis Fahndungsstufe 5 oder vielleicht sogar noch höher. Ich habe euch ja auch im Video gefragt, aber das Video ist noch nicht online. Ich nehme das quasi hier, dieses Video nehme ich auf, bevor die letzte Folge online geht. Deswegen weiß ich noch nicht, was ihr geschrieben habt. Warum das nicht funktioniert hat mit der Fahndungsstufe, dass sie nicht höher gegangen ist. Aber ich denke, ihr werdet mir die Frage beantworten und dann, ja, ist gerade hier so ein bisschen Folgenception-mäßig, weil die Folge halt schon aufgenommen wird und die letzte noch gar nicht online ist. So, wir sehen ja jetzt auch hier die Kontrollpunkt-Tore immer. Wunderschön, die haben wir ja früher auch nicht gesehen. Aber dieser kleine Lotus, der ist schon echt eine Rakete. Also der flitzt da über die... Das ist schon echt ein geiles Teil eigentlich. Der ist sehr, sehr flott unterwegs. Und ich finde auch den Sound eigentlich gar nicht so verkehrt. So, da wollte ich eigentlich reinfahren. Dankeschön, du hast mir meine Abkürzung kaputt gemacht, du blöder Sack. So. Boah, ich habe eben gefrühstückt, Freunde, ne? Ich habe eben gefrühstückt. Ich mache mir morgens immer so eine Schüssel mit Haferflocken und Leinsamen und Chiasamen und Milch. Und heute war da ein bisschen Nektarine mit drin, ne? Mein Frühstück. Und diese Chiasamen, das sind so ganz kleine Körner, die so aufquellen. Und dann stecken die immer so zwischen deinen Zähnen fest und du kriegst sie nicht weg. Das sind nur so ganz kleine Körnchen halt, ey. So wie so Erdbeer. Hinter diese Kerne in der Erdbeerschale, so ein bisschen so wie die. Mega nervig. So, zwei Kontrolltore haben wir schon. Jetzt kommt gleich Nummer 3 da vorne. Wir sind aber locker in der Zeit hier. Über 20 Sekunden haben wir. Weg mit dir. Oh, den haben wir voll aufs Dach gelegt. Weg mit dir, ich muss da lang, ich muss durch, ich bin Arzt. So, das läuft doch alles hier wunderbar. Wir hatten ja auch vor ein paar Folgen, hatten wir doch mal so ein Flackern auf dem Bildschirm irgendwie, ne? Dass das alles so, dass da immer so helle Blitze oder so ein helles Flackern kam. Das ist jetzt irgendwie auch weg. Das kommt manchmal, aber... Also es war nur in der einen Folge, glaube ich, irgendwie kaputt. Das ist jetzt nicht generell, auch nicht seitdem wir die Partikeleffekte angestellt haben, weil jetzt gerade habe ich es ja zum Beispiel gar nicht. So, das haben wir schon mal geschafft hier. Beste Musik auf jeden Fall wieder am Start hier. So, wir kriegen Karosserie-Vinyls freigeschaltet und Geldprämie 18.200. Ein schönes Rennen. Und ich habe es vorher noch gesagt. Wahrscheinlich wird unser Territorium noch irgendwie angegriffen werden. Problem ist nur, das ist das Massenrennen, das jetzt hier angegriffen wird. Und die Massenrennen sind ja sehr lang. Oh Mann, ey. Das kann ich aber jetzt überspringen hier. Komm, los geht's. Da brauche ich mir jetzt nicht nochmal das Video so angucken hier. Wir ballern das nochmal eben schnell weg. Ich wusste gar nicht, dass sogar die Massenrennen angegriffen werden können. Aber offensichtlich schon. Also irgendwer greift hier in Kenjis Gebiet das Massenrennen an. Ich muss es verteidigen. Schöner Aston Martin hier in grün. Sieht auch nicht schlecht aus eigentlich in grün, finde ich. Würde ich jetzt so selber, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, den Wagen grün zu machen, also einen Aston Martin grün zu machen, aber sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Na gut, also die Massenrennen. Ja, dann müssen wir das jetzt nochmal eben verteidigen. Dauert ein bisschen. Aber das war eigentlich zu erwarten, dass wenn wir hier vier Rennen fahren wollen heute, dass dann da ein oder zwei Verteidigungen auch dazukommen werden. Das war schon zu erwarten. Oh, was macht das Auto denn? Da ist es weggebrochen. Aber ist egal, wir sind trotzdem vorne. Die Abkürzungen da sind so schnell, dass man da also so viel Zeit gut macht, selbst wenn man so ein bisschen rumeiert, dass man da also locker vorne ist danach. Na gut, also normalerweise schneide ich während den Rennen sehr, sehr selten. Ich finde, das macht einfach... Ja, also da kriege ich auch immer direkt böse Kommentare, wenn ich während einem Rennen schneide. Deswegen mache ich das sehr selten eigentlich.
nur wenn mal irgendwie kleinere, also manchmal nur, ja. Aber bei den Verteidigungsrennen, so wie jetzt hier, das ist ja ein Rennen, das wir schon gefahren sind. Das ist jetzt hier quasi nur eine Pflichtaufgabe, das mal eben zu verteidigen. Da schneide ich dann auch schon mal ein bisschen mehr. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse. Haben auch viele gefragt am Anfang, ob ich nicht die Verteidigungsrennen so ein bisschen schneiden kann. Ansonsten schneide ich nämlich während den Rennen so gut wie gar nicht. Vielleicht, wenn ich gerade eine Nase bohre oder so, ne, dann, damit ihr das nicht seht, dann schneide ich das raus natürlich, ne. Und dann auch noch zwei Runden. So, jetzt kommen wir in die zweite Runde. Also es sind hier noch mal 4 Minuten, die wir jetzt hier fahren müssen. Nur weil wir unser Gebiet verteidigen müssen. Also Mensch, Mensch, Mensch. Wisst ihr, was ich überlegt habe? Ich habe ja bei Need for Speed Most Wanted, als wir das jetzt hier Let's Played hatten, letztens, hatte ich vor dem Finale gegen Razer, gegen den Endboss, hatte ich so eine kleine Umfrage gemacht. Upsala, das wollte ich gar nicht, sorry. Hatte ich eine kleine Umfrage gemacht bei meinen Zuschauern und habe die gefragt, mit was für einem Auto wir gegen Razer fahren sollen. Ne? Das hab ich, da habe ich so eine Umfrage gemacht im Video. Ich glaube, da war bei irgendwie Mercedes, McLaren, noch irgendwas und ein Fiat Punto. Der war aber eigentlich eher nur so als Spaß da drin. Und natürlich, die Zuschauer haben mit, ich glaube, irgendwie 60-70% haben die für den Fiat Punto abgestimmt. Und deswegen sind wir dann am Ende gegen Razer gefahren mit einem Fiat Punto ganz in Pink. Ja, es war sehr lustig. Wir haben aber sogar gewonnen. Es hat funktioniert. Aber das war natürlich typisch, dass wenn ich sowas zur Auswahl stelle, dass dann die Zuschauer sagen, dass ich gegen Razer mit dem Punto fahren soll. Da hatte ich überlegt, ob wir vielleicht bei Darius auch sowas machen. Ob ich bei Darius auch eine Umfrage mache, mit was für einem Auto wir Darius besiegen sollen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich halt damals bei Darius mit meinem richtigen Wagen schon massive Probleme hatte. Das heißt, wenn ich euch da irgendwelche komischen Autos zur Auswahl stelle und ihr dann irgend so ein Rotzauto auswählt und ich dann damit gegen Darius fahren soll, dann haben wir halt wahrscheinlich gar keine Chance. Deswegen ist das, glaube ich, eine sehr dumme Idee. Aber ich fand die Idee halt eigentlich lustig, dass ihr wieder abstimmen könnt, mit was für einem Auto wir gegen ihn fahren. Jetzt habe ich gerade wieder sehr hellen Blitze, seht ihr das? Jetzt habe ich eben noch drüber gesprochen, jetzt hatten wir nämlich lange keine, jetzt haben wir sie gerade wieder, also ganz komisch. Manchmal tauchen sie auf und manchmal nicht. So, aber das Gebiet haben wir verteidigt. Okay. 700, weißt du, du fährst ein Rennen, 3 Minuten 40. Und was kriegt man dafür? 700. 700, da kannst du nicht mal einen Lack oder irgendwas von zahlen. Allein der Lack kostet, glaube ich, 3000 und Scheibenfolien kosten auch 3000. 700. 700 ist einfach verdammt undankbar, meine Freunde, verdammt undankbar. So, jetzt haben wir schon 2 Jahre lange Rennen, der Part ist schon eine ganze Weile lang. Und das, obwohl wir erst ein Rennen da oben gemacht haben. Jetzt geht's weiter mit den 3 Rennen hier. Ich will die heute schon noch schaffen, nicht, dass wir jetzt hier so lange brauchen. Wir fangen an mit, was haben wir denn? Sprint, Kontrollpunkt, Rundkurs. Ja, jetzt hatten wir ja eben schon Kontrollpunkt. Dann fahren wir erstmal einen kleinen Sprint. Oh, diese Aston Martins hier immer sehen so geil aus. Ich will auch einen Aston Martin haben. Sobald wir dann gegen, sobald wir gegen Wolf gefahren sind, haben wir ja hoffentlich einen. Oh, X7 ist auch am Start hier. Noch ein paar Lotusse auf jeden Fall auch, habe ich gesehen, aber die sind halt ohne Bodykit. Und Lotus ohne Bodykit ist niedlich und so, haben wir ja alles schon festgestellt. Und mit Bodykit ist er breit und böse, wie es sich gehört. Ich stehe auf meinen Lotus inzwischen. Ich habe mich sehr an den gewöhnt. Und inzwischen mag ich den sehr, sehr gerne. Also, der fährt sich so geil. Und ich finde ihn auch optisch inzwischen ziemlich heiß. Obwohl ich nie Lotus-Fan war, finde ich den richtig heiß jetzt mit dem Bodykit und allem. Ich glaube, da wäre auch eine Abkürzung gewesen, ne? Ja, genau, hier ist auch eine. Ja, 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 ja. Theoretisch ist da eine Abkürzung, die man nehmen kann, aber ich bin jetzt hier irgendwie falsch gefahren. Okay, Samson hat sich irgendwie abhängen lassen. Den kann ich auch gerade nicht beauftragen, jemanden auszuschalten. Jetzt haben wir ihm den Auftrag gegeben. Jetzt wird er sich irgendwen schnappen. Wahrscheinlich meinen Verfolger hier, den Platz 2. Jawohl, jawohl, habt ihr das gesehen auf dem Minimap? Er hat meinen Verfolger, den zweiten Platz hat er weggedreht. Sehr guter Junge, Mann. Auf Samson ist Verlass. So, da vorne kommen Cops. Wir werden also gleich Probleme kriegen mit den Bullen hier. Da kommen sie. Achtung. Und Auftritt Polizei. Schön, ja, wie man sieht man nichts. Schönen guten Tag, Herr Officer. Direkt mal das Auto weggerammt von den Kollegen hier. So, wir fahren links rein. Schöne Abkürzung. Die Strecke hier kenne ich noch gar nicht. Also klar, die bin ich früher schon mal gefahren, aber ich glaube, die fahren wir jetzt hier zum ersten Mal. 3,5 Sekunden bin ich vor meinen Verfolgern gerade. Jungs, Cops, macht die Straße frei, Mensch. Ich habe hier ein Rennen zu gewinnen. Verzieht euch von der Strecke. So viele Polizei hier. So viel Polizei. Ich meine, ich bin mit dem Auto fahren in Stufe 1, aber das sind trotzdem diese Einheiten hier, diese... Wobei, nee, das sind Stufe 1 Einheiten, ne? 3,7 Sekunden Vorsprung haben wir. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Also ich bin sehr gut unterwegs gerade. Und ich denke, das Rennen haben wir auch sehr gut gewonnen hier.
Beziehungsweise Samson will das anscheinend gewinnen, ne? Natürlich, Samson, natürlich. Drängel dich noch vor. Weißt du, ich bin locker vorne. Und er drängelt sich noch an mir vorbei und holt sich den Sieg. Also, Crewmitglied hat gewonnen. Ich hätte es aber auch gewonnen ansonsten. Wir kriegen Fahrwerkstufe 2 Straßenpaket. Das brauchen wir gar nicht unbedingt. Aber wir müssen jetzt noch den Cops entkommen hier. Seht ihr, und so kann sich nämlich eine Folge dann doch noch strecken. Planmäßig war es einfach nur, okay, wir fahren heute die 4 Rennen weg. Zack, zack, zack. Das ist ja schnell erledigt. Und dann ist Schluss. Und dann kam noch eine Massenrennenverteidigung dazu. Jetzt kommen noch die Cops dazu. Und so zieht sich das dann doch noch in die Länge, ne? Diese 4 Rennen zu fahren. Also, das sind dann Dinge, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Naja, passiert schon mal. So, wir müssen die Cops loswerden, aber die haben irgendwie noch keine Lust, sich abhängen zu lassen hier. Die Cops haben noch keinen Bock, sich abhängen zu lassen. Da vorne wäre, glaube ich, auch das Versteck, nur bringt mir das nichts. Ja, hier ist das Versteck, glaube ich. Bringt mir nur nichts, weil wir die Cops am Arsch haben. So, wir fahren hier rechts ab und jetzt haben sie mich, glaube ich, verloren. Und wenn wir jetzt einmal im Kreis fahren, dann können wir, glaube ich, zum Versteck kommen. Wenn wir jetzt hier fahren, hier waren wir ja eben auch schon, und dann einmal rechts rumfahren, so wie eben auch, und dann hier von der Autobahn runterfahren, dann sind wir beim Versteck und dann haben wir es geschafft, dann sind wir entkommen. Also wenn jetzt hier keine neuen Cops mehr spawnen, es kann natürlich sein, dass wir neue spawnen. Aber der Wagen ist Fahndungsschiffe 1. Wir wären fast Fahndungsschiffe 2 geworden, aber noch ist er Fahndungsschiffe 1. Also er ist nicht gestiegen jetzt. Okay, und damit haben wir es geschafft, seht ihr? Beziehungsweise wir sind schon entkommen und jetzt sind wir im Unterschlupf. Also wir waren vorher schon entkommen. Alles gut, alles gut. Also das war jetzt keine lange Verfolgungsjagd, aber sie war unerwartet, ne? Massenrennen verteidigen, Cops loswerden. Und so zieht sich das und zieht sich und dann wird es am Ende doch wieder eine relativ normal lange Folge. Es gibt ja noch sehr, sehr geile Stufe 3 Wagen, die da oben auf uns warten, ne? Da gibt es Lamborghinis und Ford GT und den ganzen heißen Scheiß, auf den ich eigentlich Bock habe, nur für den wir momentan noch gar kein Geld haben. Ich meine, gut, wir können den Mitsubishi Eclipse verkaufen, wir können den Monaro verkaufen, wobei ich die beide eigentlich sehr schön finde und eigentlich nicht verkaufen will, aber wenn wir sie sowieso nicht fahren, können wir sie auch verkaufen. Was ich nicht verkaufen werde, sind die Bosswagen, also den AX7 und den Dodge werde ich auf keinen Fall verkaufen. Und den Lotus könnte man dann verkaufen, wenn man sich dort ein neues Auto kauft, zur Not. Wir fahren jetzt das Kontrollpunktrennen und dann zum krönenden Abschluss gleich noch das Rundkursrennen, okay? So wird's gemacht, so und nicht anders. Also, Kontrollpunktrennen, ja, die sind immer so ein bisschen mittelunspannend, weil man halt alleine rumfährt, finde ich. Erstmal schön das ganze Nitro rauspfeffern hier, auf Tempo kommen und jetzt geht's los hier. 5 Kontrollpunkte warten. Wir versuchen das Ganze möglichst schnell abzuarbeiten hier. Bushaltestellen und Bäume und sowas im Übrigen verlangsamen einen ziemlich extrem. Eigentlich sollte man versuchen, da nicht reinzufahren, weil auch so kleine Bäume hier und so, die bremsen einen ziemlich ab. So, ich finde das so cool, dass wir jetzt auch die Tore sehen und sowas. Also grundsätzlich ist es mit Partikeleffekten schon echt ganz cool. Und inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich die Windeffekte hinterm Auto auch nicht mehr. Aber ich finde es nach wie vor hässlich. Also, wer sich das ausgedacht hat, designmäßig, irgendwer hat ja gedacht, ja, Jungs, wir brauchen so Windeffekte hinter den Autos. Dann sieht das übelst schnell aus. Dann sind die Autos, dann sieht man richtig, wie schnell die fahren, weil da ja so Windeffekte sind und so. Aber ich persönlich finde das eher hässlich. Ich finde, das hätte man einfach weglassen sollen. Ansonsten bin ich ja froh, mit den Partikeleffekten jetzt zu spielen, weil man sieht halt einfach viel mehr, ne? Und diese Winddinger, die sehe ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich versuche die einfach aktiv zu ignorieren. So, der Lotus fährt halt wirklich, der fährt sich nach wie vor wie eine 1, obwohl wir da jetzt sehr viele Teile nicht eingebaut haben. Es gibt locker noch so 2, 3 Tuning-Teile, die wir freigeschaltet haben, die eigentlich in den Wagen rein sollten, die wir aber nicht reinbauen. Einfach nur, weil wir geizig sind. Wir sind ein kleiner, kniestiger Dagobert. Wir haben keinen Bock, unser Geld auszugeben. Ich habe nämlich schon mehr als genug Geld ausgegeben. Deswegen sind wir jetzt hier auf Sparkurs unterwegs und deswegen kriegt der Wagen seine Leistungsteile nicht, die er eigentlich haben will. Insofern fährt der Lotus eigentlich auf Sparflamme, ne? kann gar nicht sein ganzes Potenzial entfalten und trotzdem macht er hier ja wirklich einen sehr guten Job. Also das, was wir da an Leistung nicht eingebaut haben, macht er mit seinem guten Handling wieder wett. So, da vorne kommt auch schon Kontrolltor Nummer 4. Und wir haben jetzt hier noch, guck mal, wir haben noch 50 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt kommt schon das nächste Tor. Also wir sind wirklich sehr flott unterwegs. Und das, obwohl uns Motor fehlt, ich glaube, Getriebe fehlt uns auch. Einige Leistungsteile fehlen uns.
Aber wenn ich die alle einbauen würde, wären wir wieder pleite. Das kostet locker nochmal 100.000. Dann haben wir wieder gar kein Geld. Und wir müssen Geld sparen, Freunde. Wir müssen Geld sparen, wenn wir irgendwie ein cooles Auto der Stufe 3 haben wollen. Ich bin mal gespannt, ob der Aston Martin von Wolf ein Stufe 2 oder ein Stufe 3 Auto ist. Es kann sein, dass der Aston Martin tatsächlich schon ein Stufe 3 Auto ist. Ein Stufe 3 Exot. Aber das werden wir dann sehen. Ich weiß es nicht. So, wir kriegen nochmal 12.200 und wir kriegen schillernden Lack freigeschaltet. So, damit gehört auch das Gebiet da unten uns. Damit sind wir bei Wolf schon vollständig. Wir schalten auch den Porsche Cayman S frei. Geiles Auto, habe ich aber oft genug schon gesagt, werden wir nicht fahren. Der ist mir ein bisschen zu mainstreamig. Wir bleiben bei der Schiene. Wir fahren so ein bisschen Outsider-Autos, die man eben nicht immer genommen hat. Und der Cayman S gehört da leider nicht zu. Den bin ich nämlich auch im letzten Let's Play gefahren. Der ist verdammt geil, ja. Ich finde ihn super geil. Der Sound ist top, die Optik ist top, aber ja, wir verzichten diesmal. Wieso glaubst du eigentlich einfach so durch Fortuna fahren zu können? Das Gebiet gehört mir, alles. Ich geb's nicht auf, schon gar nicht für so einen Spinner wie dich, auf keinen. Also, ich und du auf den Straßen der Stadt. Wenn du gewinnst, nehme ich dich vielleicht mit in den Canyon, um dir ein für alle Mal eine Lektion zu erteilen. Wolf meldet sich bei uns, will jetzt das Duell, auch wenn uns noch ein Rennen bei ihm fehlt. Wir haben alle Gebiete erobert, insofern will er gegen uns fahren, in der Stadt, im Canyon. Wir kennen das Prozedere ja inzwischen. Ich freue mich schon jetzt aufs Boss-Duell. Die Boss-Duelle sind ja doch immer so ein bisschen das Highlight dann, ne? Man fährt das ganze Gebiet und am Ende kann man dann endlich gegen den Fahrer fahren. Also, die nächste Folge wird hoffentlich wieder ziemlich fett. Und ich hoffe ja jetzt schon, dass ich nicht so ewig brauchen werde. Ich hoffe, dass wir ihn halbwegs gut schlagen können und vor allem, dass wir sein Auto kriegen. Ihr wisst, ich habe schon wieder große Töne gespuckt. Wir fahren so lange, bis wir den Aston Martin haben. Und das kann auch bedeuten, dass man 5-6 Mal gegen ihn fahren muss. Gut, da muss man dann schon viel Pech haben, aber was kann das bedeuten, ne? Ja, okay, also Wolf will gegen uns fahren. Die Synchronstimme von Wolf kommt irgendwie bekannt vor. Wisst ihr, wer das ist? Kann mal irgendwer googeln, wer der Synchronsprecher ist? Irgendwie kommt der mir bekannt vor. So, das werde ich mal ganz kurz speichern hier natürlich. Und dann fahren wir noch das letzte Rennen. Ein letztes Rennen fehlt nämlich noch. Und zwar nicht das hier, das ist das Bossrennen, sondern das hier, das Rundkursrennen. Das fahren wir jetzt auch noch. Und dann haben wir nämlich alle Rennen jetzt hier. Und dann gibt es beim nächsten Mal schön wieder knackig am Anfang der Folge das Boss-Duell. Ich finde das immer schön, wenn man die Boss-Duelle quasi in einer Folge sozusagen macht und startet. Der schöne kleine Lotus, das ist schon ein cooler Banause. So, boah, diese Aston Martin, diese Crew von Wolf, ne, mit diesen grau-silbernen Autos und dann dieser Aston Martin, nicht der, ja, der Porsche ist auch schick, aber hier, ne, warte mal, wo ist er denn? Der Aston Martin ist gar nicht da, der ist hinter mir. Schade, ich wollte ihn euch eigentlich zeigen, mal gucken, vielleicht überholt er uns mal. Hier, der da. Dieser Aston Martin hier vor mir. Oh, der sieht so geil aus, oder? In silber-grau, ich habe irgendwie Bock auf den Aston Martin. So, jetzt habe ich mich extra zurückfallen lassen, damit ich euch das Auto zeigen kann. Jetzt sollte ich mal versuchen, wieder hier, ey, runter von der Straße. Jetzt sollte ich versuchen, mal ein bisschen nach vorne zu kommen, wenn wir hier gewinnen wollen. Ich bin extra jetzt nach hinten. Extra habe ich mich nach hinten fallen lassen, damit ich euch das Auto zeigen kann. Jetzt sollten wir mal ein bisschen Gas geben hier. Meine Samson ist auf Platz 3. Vielleicht kann der das Rennen zur Not gewinnen, aber ich versuche mich erstmal hier durchzumogen. Ey, komm. Hör auf, mich zu blockieren, Mensch. So, Samson kann sich den da vorne schon mal schnappen. Jawohl, den hat er weggedreht. Der Porsche ist schon mal ausgeschaltet, aber wir haben noch einen, der noch weiter vorne ist. Und der ist sehr weit vorne. 6 Sekunden habe ich jetzt schon Rückstand auf den da vorne. Also einer hat sich ganz vorne abgesetzt. Boah, diese Mülltonnen, Alter. Die Mülltonnen bremsen nicht einfach mal eben 100 km/h ab oder so, ey. Krass. Dreckige Mülltonnen, Mann. Ja, saubere Mülltonnen wären auch komisch, aber die Mülltonnen bremsen einen extrem ab. Und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwann nach vorne komme, blockiert mich irgendwer. Verdammte Scheiße, Mann. Lasst mich doch mal vorbei. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen nach vorne komme, setzt sich irgendeiner von den Vollidioten vor mich und bremst mich ab. Ich krieg zu viel, ey. Och, Leute. Es ist aber auch wirklich hier. Was ist denn das für eine... Ah, was ist denn das hier für eine Scheiße? Jungs, mach die Straße frei. Jetzt kommen die Cops auch noch dazu. Dann werden die Cops mich gleich auch noch blockieren, ja? Die Fahrer blockieren mich. Die Cops blockieren mich. Oh, Samson fährt gegen die Wand. Bester Mann auf jeden Fall. So, jetzt lasst mich mal alle hier vorbei. Jetzt bin ich auf Platz 2. Mein Spiel fängt wieder an zu flackern. Das ist ein Rundkursrennen. Insofern, die erste Runde lag ich jetzt auf Platz 2. Da vorne kommt nämlich die Ziellinie. Und ganz vorne ist jetzt hier der Aston Martin. Den werden wir uns jetzt noch schnabulieren und dann bin ich vorne. Aber die erste Runde war das reinste Chaos, Mann. Denn ich habe mich irgendwie blockiert, wenn ich überholen wollte. Dann lagen irgendwelche Autos auf der Straße. Also, da kriege ich zu viel bei sowas hier. Und jetzt werden wir uns hier noch den Aston Martin schnappen und vorbei sind wir. Und jetzt sind wir ganz vorne. Jetzt sind wir auf Platz 1. Samson ist momentan auf Platz 4. Gib mal ein bisschen Gas da hinten, Kollege, Mensch. Ich brauch dich hier vorne.
So, ich habe ihm den Auftrag gegeben, da jemanden auszuschalten. Mal gucken, kriegt er wahrscheinlich aber nicht hin. Ich schaffe es nicht dahin. Nee, der hat sich nur selber ausgeschaltet. Jetzt ist er durchgereicht worden auf Platz 6. Ich glaube, ich muss das hier alleine gewinnen. Und jetzt kommt der Aston Martin und macht mir hier wieder Stress. Eieieiei, Freunde. Jetzt kommt der Aston Martin auch noch angeschossen und will mich hier noch überholen. Nein, du auch nicht. Weder der Porsche noch der Aston Martin. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe gutes Handling. Wir kommen da sehr schön schnell um die Kurven. Jetzt kommen die Cops und wollen auch mich haben. Ja, genau. Die haben schon die ganzen Kollegen verfolgt und jetzt wollen sie auch noch mich verfolgen. Ich sehe schon. Aber ich bin immer noch vorne. Ich lasse mir den ersten Platz nicht einfach so wegnehmen, Freunde. Nee, nee, nicht mit mir. So, wir fahren hier durch die Abkürzung. Nein! Oh, du Blöder, was steht der denn da? Der ist da geparkt oder was macht der da, Mensch? Der blöde Kopf ist da geparkt oder was hat der gemacht, Mann? Er steht einfach da und blockiert mich weg. Oh, das wird richtig eng hier, das Rennen, Mann. Ich bin auf Platz 1. Samson ist auf Platz 2. Aber das ist eine richtig enge Kiste hier, Mann. Die Cops sind jetzt vorne. Die Cops werden das Rennen am Ende noch gewinnen. Ich sag's euch. Am Ende gewinnen die Cops noch das Rennen. So, wir sind vorne. Wir sind vorne und wir gewinnen das. Und Samson wird, glaube ich, Zweiter. Nur jetzt haben wir natürlich noch die Cops am Arsch, ne? Also das war mal ein Rennen, Freunde, ey. Die erste Runde. Da habe ich am Anfang ein bisschen mich zurückfallen lassen, ne? Weil ich euch ein Auto zeigen wollte. Und dann ging's los, ey. Dann werde ich die ganze Zeit blockiert von denen. 13.400 kriegen wir. 4 Minuten 6. Das war ein echt langes Rennen jetzt hier noch zum Abschluss. Und jetzt hoffe ich, dass sie nicht gleich noch eine Territoriumsverteidigung kommt. Aber wir müssen sowieso erstmal abhauen. Jetzt haben wir nämlich noch die Cops an der Tüte. Also das war jetzt auch ein Part hier. Verteidigungsrennen, zweimal die Cops am Start. Mein Wagen ist inzwischen auf Fahrstufe 2, der Lies. Alarmstufe 2. Genau das, Alarmstufe 2. Obwohl wir mit dem gar nicht irgendwie versucht haben, Cops zu jagen, beziehungsweise gejagt zu werden, ist der Wagen inzwischen Fahrstufe 2. Einfach durch diese Verfolgungsjagden nach den Rennen. Also, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die Cops hier noch loswerden. Samson ist auch noch am Start. Der hat uns noch nicht im Stich gelassen. Das finde ich aber sehr nice von ihm. Aber jetzt haut er ab. Der könnte ruhig mal bei mir bleiben und mir helfen, Mensch. Ich hab die Cops am Hintern. Kollege, wir sind noch ein Team. Du musst mir helfen. Ich kann mich doch nicht hier im Stich lassen mit den Jungs. So, wir fahren da vorne rechts. Da kommt nämlich ein Verfolgungsstopper. Jungs, ihr müsst einmal mit mir hier in den Verfolgungsstopper reinfahren, bitte. Hier, einmal hier reinfahren, bitte. Leider sind die Verfolgungsstopper in Carbon sehr viel schlechter als in Most Wanted. In Most Wanted musst du nur den Verfolgungsstopper treffen. Solange der irgendwie in der Nähe von den Cops kaputt geht, gehen auch die Cops kaputt. Hier bei Carbon müssen die wirklich da sein, um auch zu sterben, also um kaputt zu gehen. So, er fährt geradeaus weiter, ich fahr links weiter und ich glaube, dann sind wir den los, oder? Oder kommt der nochmal hinterher? Kommst du nochmal hinterher? Bist du so schnell? Ah, es sieht so aus, als kämen wir nochmal hinterher, glaube ich. Wobei, wenn wir jetzt richtig Gas geben... Ey, mein Elise ist jetzt auch schon 2,5. Ich sag euch, Jungs, der Elise wird auch noch irgendwann Fahrstufe 4 werden, wenn das so weitergeht. Unfreiwillig. Ich meine, der Mazda, den haben wir ja absichtlich auf Fahrstufe 4 gemacht. Es ist zwar hier ist zwar ein Parkplatz, wo man drauf fahren kann, aber es ist kein richtiges Versteck. Naja gut, aber ich denke, wenn wir jetzt einfach noch ein bisschen warten, dann sind wir ja weg. Und ich glaube, wir sind weg. Ja, der Wagen ist ja auch nur Fahrstufe 2, also da sollte man ja wohl noch entkommen können. Und ich habe es gewusst, Freunde. Als hätte ich es gerochen, ne? Wir kommen, also das wird eine richtig lange Folge. Ich habe es vorher gewusst, ich wollte nur die 4 Rennen fahren. Zweimal Cops, zweimal Gebietsverteidigung, ich habe es vorher schon kommen sehen. Na gut, aber wir müssen es machen, ich lasse mir doch nicht meine Gebiete wegnehmen hier. Aber dann ist egal, komm, dann machen wir jetzt schnell hier, zack, zack. Die Verteidigung fahre ich jetzt auch noch eben schnell. Ich lasse mir nicht meine Gebiete wegnehmen. Die machen das immer extra am Ende der Folge, weil die sich denken, ja, Walle will jetzt abmoderieren. Dann hat er bestimmt keinen Bock, sein Gebiet zu verteidigen. Nee, nee, nicht mit mir. Ich lasse mir meine Gebiete nicht wegnehmen. Das machen die strategisch. Immer wenn ich abmoderieren will, fangen die nämlich an, meine Gebiete anzugreifen. In der Hoffnung, dass ich es dann nicht verteidige. Aber ich verteidige das hier. Oh, schaut mal hier. Was haben wir denn hier Schönes? Eieieiei, geiles Auto, Mann. Richtig geiles Auto. Weg hier, Jungs. Richtig geiles Auto. Ich habe da vorne auch einen Toyota Supra gesehen. Also, sehr heiße Schlitten sind hier am Start inzwischen. Das sind auch schon Stufe 3 Wagen. Der Supra zum Beispiel. Oder die Supra, das sind auch schon Stufe 3 Autos. Subaru, Supra. Ja, das sind die geilen Karren, die hier am Start sind. Wisst ihr, was ich gern wüsste? Ob es ein Evo gibt. Gibt es ein Mitsubishi Evo im Spiel? Oh, Supra ist auch sexy auf jeden Fall. Aber gibt es ein Mitsubishi Evo im Spiel?
Weil das wäre so ein Auto, der dich richtig Bock drauf. Ich liebe den Evo. So, ich bin leider auf Platz Nummer 4. Die Jungs sind halt jetzt auch, wie gesagt, hier mit Stufe 3 Wagen schon unterwegs. Ich habe ein Stufe 2 Auto. Und die Jungs hier in dem Gebiet fahren jetzt schon Stufe 3 Wagen. Hier eine Viper ist da am Start, Supra ist am Start. Das sind alles Stufe 3 Autos. Und ich gucke hier mit meiner Stufe 2 Elise mit halben Tuning-Teilen drin, weißt du? Und muss hier meine Gebiete verteidigen. Das ist echt unfair. Und ich glaube, dass diese Gebietsverteidigung hier auch erstmal fehlschlagen wird. Ich bin nämlich leider auf Platz 3. Samson ist irgendwo hinten auf Platz 6. Selbst wenn ich vielleicht noch Zweiter werden kann, erster Platz wird nichts werden. Das ist so ein Mist, ey. Jetzt muss ich hier noch ein Verteidigungsrennen am Fahren am Ende. Und dann gewinne ich das nicht mal. Was ist denn los hier? Nee, wir müssen halt neu starten. Oh, so ein Müll, Alter. Ich wollte schon Schluss machen. Und dann kommen die mir hier und gehen auf den Sack. Erzähl mir doch nichts vom Pferd, ey. Och, Jungs. Samson, hör doch mal bitte auf, mich zu blockieren, du blöde Sau. Das muss echt nicht sein. Hol dir mal die Jungs da vorne. Guck mal, die sind jetzt schon wieder 5 Sekunden weg, Samson. Du musst mal ein bisschen Gas geben, ey. Die sind jetzt schon wieder 5 Sekunden weg. Wir haben gerade erst das Rennen gestartet. Ich wollte schon abmoderieren. Ich wollte nicht am Ende noch ein Rennen 5-mal fahren müssen. Oh, langsam geht's hier los, Freunde. Langsam geht's hier los, ja. Das Spiel bis hierhin war alles eine Spazierfahrt. Wir kennen das, ja. Wir kennen das, ja. Und dann fängt es irgendwann an und geht mir auf den Piss. Ich habe jetzt schon Flashbacks Richtung Darius-Rennen, wo ich am Ende so richtig schön ausgerastet bin, ne? Es geht jetzt schon los mit den unfairen Rennen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass die Jungs gut fahren, sondern die haben einfach komplett getunte Stufe 3 Autos. Und meine Elise ist halt nicht so schnell, Mensch. Tut mir ja auch leid. Ich habe halt nicht so ein krasses Auto wie ihr. Was soll ich denn da machen? Das ist unfair. Einfach nur unfair hier mit dir. Guck mal, mit seiner komplett aufgemotzten Viper kommt er hier an. Wie soll ich denn da eine Chance haben, Mensch? Es ist einfach, das hat nichts mit fahrerischem Können zu tun. Das ist einfach nur unfair. Bring doch direkt ein Formel-1-Auto mit. Damit es auch fair ist. Wie wäre es denn mit einem McLaren P1 oder einem Porsche 918? Na, wenn wir schon dabei sind. Warum denn nicht? So, jetzt sind wir zumindest auf Platz 2. Und wenn wir jetzt die Abkürzung schön nehmen, sind wir vielleicht sogar auf Platz 1. Aber die Jungs da mit ihren gemotzten Karren, also, das ist eine Frechheit. So, 2 Sekunden bin ich vor denen. Ganz ehrlich, das ist jetzt schon der dritte Versuch hier. Wenn ich mit dem Auto hier gegen die gewinne, ist aber auch gut. Weil irgendwie, normalerweise fahren die Gegner ja ähnliche Autos, aber hier in dem Verteidigungsrennen jetzt gerade, wahrscheinlich weil wir das Rennen gegen Wolf schon freigeschaltet haben, sind jetzt schon Stufe 3 Autos am Start, weil die fahren alle Stufe 3 Autos hier. Supra, Subaru, Viper, das sind alle Stufe 3 Autos schon. Ja, jetzt bin ich 6 Sekunden vorne, also jetzt ist irgendwas komisch in dem Versuch. Zweimal war ich mega hinten und hatte keine Chance und jetzt bin ich 6 Sekunden vorne, also irgendwas haben wir richtig gemacht in dem Versuch hier. Ich bin aber am Anfang auch gut rausgekommen, ja, mit perfektem Start und Nitro und dementsprechend sind wir dann vorgeprescht. Und jetzt habe ich mein Gebiet verteidigt und jetzt muss ich noch ein drittes Mal gegen die Cops fahren, Leute. Ah, das ist eine Folge hier, das ist unfassbar. So, 750 gibt's und wir müssen noch abhauen natürlich. Das ist eine Folge, das glaubt ihr nicht, ey. Ich wollte einfach nur schön schnell hier meine 4 Rennen rausballern. So, zack, zack, nächstes Mal Bossrennen. Wunderbar. Und dann kommt hier so eine Folge dabei raus, ne? Mit Verteidigungsrennen links und rechts, mit Cops links und rechts. Was ein Stress. Aber ist ja geil, ist ja geil. Ich freue mich ja eigentlich, wenn mal ein bisschen Action ist und nicht alles so läuft wie geplant. Ist ja auch schade, wenn immer alles läuft wie geplant, oder? So, wie werde ich euch jetzt los, Jungs? Mein Auto ist inzwischen auch schon Fahrstufe 2,5, der Lotus, obwohl ich mit dem irgendwie nie geplant hatte, gegen Cops zu fahren. Lasst mich doch mal durch, Jungs, ich muss da lang. Sorry, so, jetzt alle kaputt machen hier. Zack. Ich glaube, damit haben wir alle erwischt, die da waren. Kann das sein? Ja, das war ein perfekter Verfolgungsstopper. Da haben wir alle erwischt, die da waren. So, da vorne kommen neue Cops, deswegen fahren wir hier rein. In der Hoffnung, dass da irgendwo ein Versteck kommt. Ich sehe aber noch keins. Wir können ja hier in den... Na, wir können hier reinfahren. In der Hoffnung, dass keiner hier in die Abkürzung reinfährt. Aber das machen die. Die fahren in die Abkürzungen rein. Also an sich sind wir hier noch nicht sicher. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass die Zeit abläuft. Und gut ist... Sierra 1 macht sich mit Code 3 auf den Weg. Komm schon, ein bisschen schneller hier, Freunde. Die Folge ist jetzt schon viel zu lang. Meine Zeit tickt hier. Irgendwo ist, muss er unsichtbar sein. Ah, so.
Okay, das hätten wir dann auch. Und gespeichert haben wir das Ganze auch noch. Also, mit ein paar ungeplanten Umwegen, aber da habe ich vorher mit gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, wenn wir hier 4 Rennen fahren, dann gibt es auch sicherlich mal irgendwie Ärger mit den Cops und dann müssen wir auch sicherlich ein Rennen verteidigen. Aber dass es direkt 2-mal Rennenverteidigung und direkt 3-mal Cops gibt, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und ja, Ansage ist gemacht. Ich möchte den Aston Martin haben und wir fahren so lange, bis wir den haben. Insofern hoffe ich, dass das wie bei Kenji klappt. Alles mehr als Versuch, aber lasst euch überraschen. Lasst ein Däumchen da. Ich fand die Folge sehr geil, auch wenn sie ein bisschen länger war als eigentlich angedacht. Wir sehen uns morgen zum Boss-Duell. Euer Walle. Bye, bye.